Strip Check, vier Mädchen, was? Vier Jungs, fünf Jungs. Why you always laugh? Boah, hier wird jetzt wieder viel beleidigt, Digga. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, die Chain gibt mir so No Love, so ein bisschen Deep Vibes, aber... Oh, Gänsehaut. Also, ich muss sagen, Outfit gibt mir so, so Kids 1995 Vibes. So... Wie gibst du Handel an? Mach dich mal gerade. 1995 Vibes. So. Wie gibt der Hand? Nein, wir haben reingeschissen, Bruder. Wir haben reingeschissen. Bruder, was? Shorts mit Timberlands ist halt für mich so. Wie gibt der Hand, Schatz? 23, 24 Uniform, ein bisschen. Muss man wissen, ob man da Bock drauf hat, aber. Don't forget to follow me on Instagram by Olive Bitches, please. Oder das wird dir wieder so unangenehm sein. Hey Gang, willkommen zurück. Und zwar ist jetzt Round 2. Ihr wisst Bescheid, Leute, lange Rede, gar keinen Sinn. Let's start. Oder wie heißt du, man? Emre, ja. Emre, bitte uns dein Drip of the Day, man. Schuhe, ganz normal clean Air Force. Yeah. Also die sind einigermaßen clean eigentlich. Yeah. Guck mal, er hat so ein richtig klassisches, wie soll ich das nennen, das Outfit. Das ist so ein bisschen Fuckboy-Outfit. Checkt ihr aber, was ich meine? Ich hatte die noch gestern an, deswegen. Laces von Amazon im Rot. Das ist auch ein bisschen so Fußballprofi-Outfit. So, yeah. Passend zum Hemd. Hast du selber gemacht? Ja, ja. Krass, krass, Bruder, ja. Die Hose ist von Shein tatsächlich. Yeah. Die habe ich zufällig gefunden. Hi. T-Shirt einfach random, New Yorker, yeah. Basic. Yeah. Hemd ist von Papa. Yeah. Das habe ich von Mama geschenkt bekommen. Ja, süß. Cap ist von irgendeiner Internetseite. Ich glaube, okay. Mera, Bruder. Yeah. Und Brille, Shein. Bruder, kannst du die Brille einmal anziehen, Bruder? Easy, Bruder. Ey, ich sag dir ehrlich, ich kann... Yeah. Brüderlich, Chat, jetzt kommt ein Call, ich kann Shein Warriors nicht ernst nehmen. Ich kann Menschen, die Shein... Also ich finde, Shein ist, glaube ich, so das toteste, grausamste, was du tragen kannst. Ja, ist günstig, okay. Aber Bruder, ich könnte das niemals tragen, Bruder. Shein ist echt, also, weißt du? Fresh boy, you know what I'm saying? Bruder, welche Note würdest du dein Auto geben, Bruder? 10. Ohne viel reden, ne? Ja. Ohne überlegen, einfach 10 geben. Schwer. Ja, ja. Ja, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr sein Outfit findet. Also, ich bin gar kein Fan von Fast Fashion. Nicht jeder verdient 10.000. Oder selbst, wo ich 500 Euro im Monat verdient habe, ich habe kein Shein gekauft. Deswegen so ein bisschen runtergeratet. Das Fit an sich geht eigentlich voll fit. Also, kann man nicht haten. Mhm. Ich habe einmal Shein gekauft, ne? Und dann habe ich gesehen, was da alles ist, dann habe ich aufgehört. Gegen Air Force würde ich auch nicht haten, weil ich selber gerade keine krassen Schuhe anhabe. Ich mag das Armband sehr, das ist sehr süß. Ah, der redet laut gerade. Ich würde so eine 7 von 10 geben. Eine 7? Ja. Kann man machen, Bruder. Sie erinnert mich ein bisschen an Don Toliver. Hallo, danke. Yeah, bro. So, yeah. Ich finde eigentlich dein Outfit vom Ganzen ist das sehr stimmig. Die Laces matchen gut mit dem Hemd. Mhm. Ist auch clean aus, so schick, elegant, bisschen auf sommerlich. Und ja, ich mag's eigentlich. Diese Splatter auf der Hose sind eigentlich auch ganz cool. Mhm. Mit diesem weißen... Ey, Chad, was gibt ihr seinem Outfit 1 bis 10? Ja, zusammen mit dem weißen Dieter auf der Cap. Stramm, ich gebe, glaube ich, so eine... Eine 8. Danke, danke. Kann man machen, oder? Bin ich mit zufrieden. Ich gebe dem so eine 6, 7. Ist nicht mein Style, aber so 6,5, so... Yeah. Alt. Der Deutschlehrer. Yeah. Alles fit? Ja, ja, bei dir. Spannend. Bei Ihnen meine ich immer. Halt. Ja, Schuhe, ich bin nicht mehr so Sneaker-Fan. Ich finde es ein bisschen, hält sich nicht so lange, aber an sich, Air Force kann man nichts falsch mit machen. Mhm. Finde ich ganz krass. Hose würde ich absolut auch so tragen. Die ist crazy. Ja, Rest vom Fit, alle Accessories und so weiter, Hemd, T-Shirt, passt alles zusammen. Ich würde auf jeden Fall sagen, so ist auf jeden Fall eine 8. 8 ist ein starker Fit. Danke euch. Ja, Bruder, kann man machen. Ja, ich kann eigentlich nichts hinzufügen, so der Colorway mit dem Hemd und den Laces ist crazy. Ich mag das leichte Stressed bei der Jeans. Yeah. Ich kann sonst nichts hinzufügen, ist auch eine 8, stabil, kann man machen. Danke. Yeah. Na, wie schreibt, ich dachte, es wäre eine Frau, ey, Bruder, wie? Ja. Woher? Ist jetzt natürlich nicht so meins. Woher soll das Ding sein? Ich bin Fan von so grelle Farben, so mäßig auf Krampf matchen, aber ist okay so. Air Force Fan bin ich jetzt nicht, keine Ahnung, die Hose gibt mir so ein bisschen Boohoo-Man-Vibes, deswegen bin ich da nicht so ein Fan von, aber passt auf jeden Fall zu dir. Boohoo-Man-Vibes ist crazy. Gefällt dir so gar nicht. Nicht so, nee. Aber trotzdem. Tamam, Jack Sparrow, verstanden. So eine stabile 5.
Eine stabile 5, bro. Ja, nehm ich mit. Why you always laughing? Why you always laughing? Oh mein Gott! Bruder. Ja. Bist du ich sag aber auch, Chat, das Hemd hat busy gekackt. Normal, stimmt das? Bruder, wie würdest du denn so dein Outfit bewerten, Bruder? So beschreiben, eigentlich. Wie würdest du dein Outfit beschreiben, Mann? Auffällig, so Main-Character-Vibe, so. Ja. Total Main-Character. So irgendwann, wenn man irgendwo reinkommt, so, man guckt halt. Ne? Denkst du, du kommst überall so rein? Im Sinne von Club, meinst du jetzt? Ja, oder was? Ja. Ja, safe. Vielleicht wird die Cap stern. Okay. In manchen Clubs. Aber sonst auf jeden Fall. Denke ich schon. Könntest du so zum Date gehen, Bro? Date? Ja. So auf Date, safe. Ja, oder? Safe, ne? Ja, easy. Ja. Wisst ihr, wie ihr erste Date geht mit Jogger? Geht erste Date mit Jogger in so ein Restaurant, macht richtig auf Assi so, weißt du? Wenn sie dich dann trotzdem will, hast du gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr so mit ihr draußen spazieren geht, auf Boden spucken, ganz wichtig. Das kommt auf mich an, ne? Yeah. Männlichkeit beweisen. You up, bro? Yes, man, I'm good. Also der ist maximal bekifft. I'm good. Was geht, Gang? Ja, yes, was gut, bro? Ja, ja, normal. Oder? Detail uns mal heute was so anders, bro. Bruder, ja, ganz normales Shit, ne, so, ja, Kaha-Tasche, so. Ja. Yeah. Ganz basic. Ja, ganz Pullover von meiner Mama, so. Shoutout to meine Mama, you know. Shoutout, yeah. Mama. You feel me? Sehr cool, man. Ich echt cool, yeah. Though, you feel me? Dieser Kett habe ich mir selber gemacht in Werkstatt. You know how we do it, man. We be self shit, you feel me? Yeah. Ja, dieser Pant hat meine Mutter geschickt. Aber ich finde, Chad, sein Outfit ist clean, oder? Ich finde von den Farben her sein Outfit übertrieben clean. Letztes Jahr Geburtstag, keine Ahnung woher. We got the Tim's on, man. Yeah, you know, yeah. Tim's on, shit killing, so. Ich mag eigentlich keine Taschen und so, ne? Aber ich finde, die Tasche kommt so stark irgendwie, keine Ahnung. Bro, that's simple shit, you feel me? Yeah, that's yeah. Coming around, man. Bruder, welche Note würdest du dein Outfit geben, bro? Mein Outfit? Ja. Yeah. Bruder, haut doch schnell in Basis, boah. Es gibt denn so, boah, Seth, 9,5. So, 9,5? Also, sein Beispiel, ich finde sein Outfit mieskrass. Self-confident, nigga. Ja, also, weißt du, das ist so klasse. Geh hier in Channel, yeah, mal, boah. Yeah. Ich muss nicht viel machen, Bruder, weißt du? Yeah, kann man machen, Bruder. An sich, das Outfit matcht so mit der Farbe. Ja, ja, Nabil. Ich liebe die Chain sehr, ich würde die selber tragen. Ja. Die Bag ist auch ganz cute. Ich mach die auch. Die Hose ist übertrieben stark. Problem ist, Tims kann man immer tragen, ja. Kann man nichts falsch machen, ja. Nur die geben mir ein bisschen Augenkrebs nach einer Zeit, weil es ist ein bisschen viel. Augenkrebs ist crazy. Oh, Nein. Du kannst sagen, was du willst. Okay, ja. Also ich kann die nicht sehen, aber kann man fitten. Augenkrebs ist insane. Okay, weil du die öfters momentan ich distanziere mich sehr aggressiv davon. Zu viel, so. Zu viel, okay. Aber ich gebe dem Fit auch so eine 7-10. Ne, 7-10? 7 von 10. Ach so. Geht sogar. Okay. Ich sag ehrlich, geht sogar noch. Okay, bro. So, ja, ich finde dein Outfit insgesamt eigentlich ganz cool. Yeah. Ist so streetwear-lässig ein bisschen. So auf die Straße gehen, einfach so ein bisschen, genau, mit den Jungs abchillen. Cool. Ja, ja, ich finde für ein... Ey, was hat der aber für große Füße, Chat? Streetwear-Outfit ist das eigentlich ganz ordentlich, deswegen so eine... Nein, Welle, das ist die zweite, der zweite Partner, ja, Bruder. Hauptsächlich komm Club rein, heute. Oder wenn du weiterhin trinkst... Bruder, er hat Schuhgröße 53. Da kommst du gar nicht im Club rein, Bruder. Ich sag dir, wie sieht's aus, Bruder? Das ist okay. Bruder, was sagst du sein Outfit? Boah, also, ich muss sagen, Outfit gibt mir so, so Kids 1995 Vibes. So. Das ist einfach Vision Chat, by the way, ne? Falls ihr euch fragt, wie Vision aussieht oder wie er so drauf ist, das ist Vision. Also, damit ihr endlich mal wisst, wie er so tickt. So. Ey, der Rucksack ist zu hart, Nabil. Ich finde den Rucksack so hart, ihr checkt nicht. Wir haben reingeschrieben. Okay, Bruder, was geht hier? Schieß los, Bruder. Also, Tims passen richtig gut zu der Cargo, mhm, und Pullover und auch. Ist das Poloshirt oder ist das nicht? Hey, you know, we do a polo, man. Give a polo easy. Passt auf jeden Fall ziemlich gut alles zueinander, auch mit Color Blocking und so weiter. Yeah. Ich würde sagen, ist eine 9. Die Chain auch absolut. Eine 9, Bro. Boah, ich kann euch was machen, ja, so. ruft ihn an, der macht für euch fertig. Hey, you know, good, man. Yeah. Hey, yo, fang ich an. Ich mag den Pullover. Hey, yo. Der Pullover ist für mich das krasseste Template. Yeah. Und einfach die Combo Tims gehen immer. Yeah. Die Cargo ist auch krass, bloß ich mag halt den Colorway nicht so, die Farbe, okay, aber sonst ist einfach so ein Fit, du gehst raus mit deinen Jungs und kannst chillen. Das ist komplett entspannt, das ist crazy. Ich mag halt auch die Kette. Okay. Ich hab die Kette gar nicht gesehen, leider.
Eine 8, 8,5. Ja, ich sag sogar. Bruder, du hast dem davor auch eine 8 gegeben, Bruder. Gib dir mal eine 9 fix. We appreciate that. We appreciate that. We appreciate that. ja, Bruder, let's get it. Ich lieb die Haare auf jeden Fall, also mit dem Silber, die Zähne noch. Kommt ja. Ich lieb die Haare, ist crazy. Die Chain, was nimmst du für so eine Chain? Was ich nehme? Yeah. Ah, Bruder, ja, wenn du willst, mach ich dir so auf Clean Heads, so, weißt du, das dauert nicht lange. Also, just, you get my number, yeah, you feel me, I can make you that, we can talk. Ja, yeah, wenn du auch so eine Kette willst, ne? You know what I'm saying? Yeah, I mean, der Bruder, sein Instagram ist hier, you know what I'm saying? Yeah, yeah, they come yeah, check den Brudi ab. Sonst restlicher Fit ist halt nicht so meins. So Tims bin ich nicht größter Fan. Außer die Kette ist nicht deins. Ja, und die Haare finde ich auch cool. Achso, und die Haare, okay. Sonst halt nicht meins, aber passt auf jeden Fall sehr was gut. Was ist diese Atlanta Brain Rot? Was ist das, Nabil? Zu dir. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, deswegen so eine auch eine 5 bis 6, so 5,5. 5,5. Ah, ja, we appreciate it, man. Bruder, bist du zufrieden, Bruder? Ey, Leute, sag so ehrlich, hell yeah, man. As long as I'm looking good, I feel good, man. I'm cool, you feel me? That's something that we made it for the day, man. Was geht, Gang? Ey, mir geht's gut, ja, wie geht's dir? Alles Bestes, Bruder. Ey, was ist für eine Hose? Die kommt stark. Ja, diese Tasche ist halt so Quatsch, ja. Das ist mal dein Drip of the Day, man. Wir machen auch schnell. Yeah. Ich hab Tims an. Yeah. Die Hose habe ich von New Yorker. Mein T-Shirt habe ich von seiner Seite. Komischerweise, ich wurde gescampt. So, yeah. Wie pass mal auf, ja. Was meinst du mit gescampt? Ich habe 3 T-Shirts bestellt, nur eines ist gekommen. Yeah. Yeah, so, Bruder, aber immerhin ist eine gekommen, Bruder. Immerhin ist eine gekommen, yeah. Meine Bag habe ich von Pecos. Pecos, ne, oder sowas? Yeah. Keine Ahnung, wie die heißen, auf jeden Fall. Yeah, auf jeden Fall. Die Chain habe ich so von meiner Tante bekommen. So. Yeah. Brille? Die Brille habe ich von Talan. Was steht auf seinem T-Shirt, Chat? Yeah. Break her. Was steht da? Break her bed, not her heart. Aber damit Rosenkranz, crazy. Keine Ahnung, wie die heißen, auf jeden Fall. Yeah, auf jeden Fall. Die Chain habe ich so von meiner Tante bekommen. So. Yeah. Brille? Die Brille habe ich von Talando. Yeah. Kann yeah. man machen, ne, Bruder? Machen. Bist heute ein bisschen so schlicht unterwegs, yeah. weißt du, was ich meine, Bruder? Chill. Auf ganz entspannt, ne? Yeah, yeah, Bruder, yeah. gib uns mal eine Note, Bro. Ich gebe mein Fit eine 8, ja. Ich bin ganz entspannt. Auf, ja, auf Chile. Ach. So, Mademoiselle, was sagst du zu deinem Outfit? Also, zu den Tims muss ich ja nichts mehr sagen, aber ja. mit der Hose kann man nichts falsch machen, zum Beispiel. Ist gut. Die Wallet-Chain ist auch ganz nice. Okay, Chat, findet ihr das Outfit matcht von den Farben oder bin ich dumm? Oder bin ich gerade so ein bisschen am Kacken? Weil ich finde irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas stört mich bei den Farben. Ich weiß nicht, warum. Nice. Yeah. Die Bag liebe ich den Colorway, der ist yeah. sehr cool. Yeah. Rosary-Chain finde ich auch ganz nice. Yeah. T-Shirt will ich auch selber tragen. Yeah. Ich gebe auch 7 von 10. Wie bitte? 7 von 10. Achso, okay. Muss ein bisschen lauter reden. 7 von 10. Okay, was? So, ich finde dein Outfit eigentlich heute fast am besten. Ich mag das sehr. Also vom Streetwear-Ding her ist das eigentlich relativ gut gemacht. Yeah. Ich war selber damals so ein bisschen Streetwear unterwegs und ich glaube, so würde ich das damals auch genauso tragen. Deswegen, ich finde es cool, auch die Kette, dass sie so hängt bis unten und nicht so eine kleine Kette ist. Richtig geil, finde ich gut. Die Pecos-Tasche weiß ich nicht genau, aber ich finde die Farbe ganz okay und passt zum Outfit. Ich würde so einen 9,5 geben. Ja, 9,5. Als wäre die einfach so ein Accessoire. Ja, ich würde auch sagen, also wieder Tims und Hose passen richtig gut zueinander, auch die Chain hier. Ich habe auch ein Kreuz. Ich glaube, hab ich das gerade an? Ne, ich habe es beim Duschen auf Ding gelegt. Für die. Yeah. Und grundsätzlich auch dein Necklace ist sehr krass. Ich mag, dass das so hängt. Stell dich mal so hin, genau. Yeah. Mm, ich mag, dass das so weit ist. Ich hol mal mein Kreuz. Ich habe es im Ding. Ich habe es auf. Das hat mir mein Onkel gegeben und der ist Pfarrer, das Ding. Mein Onkel ist ja Pfarrer und der hat mir das gegeben. Unten hängt. Yeah. Und ja, T-Shirt ist auch ganz cool. Würde ich persönlich nicht so tragen. Ich bin nicht so unglaublich Oversize-Fan, aber hey. Ist cool. Und Pecos Bag. Ah, stimmt, jo. Die ist aus Jerusalem. Also ich bin kein so großer Fan von dem. Bist du Christ? Nee, ich trage es auch Spaß. Ein Colorway, aber an sich ist auch cool. Die Tasche kann man machen, oder? Kann man absolut ja, machen. Kann man machen, Bruder. Und so. Dachte Daniel ist Moslem. Bruder, warum? Ich versteh's nicht. Ich habe schon so oft gesagt, Bruder, ich bin syrisch orthodox. So oft. Aber insgesamt würde ich sagen, ist so eine 8 auf jeden Fall. Ja. Yeah. Passt auf jeden Fall gut zu dir auch. Ja. Kanaka halt, ja, Bruder, trotzdem. Sure.
For sure bei dir rein, diese Englisch. Sure, yes, sir. Ja, es halt, es passt zu dir, ne? Also Tims, yeah. Die Jeans stack gut drauf. Ich yeah. mag die Kette ist really crazy, vor allem mit der Brille passt. Yeah. Einfach so sagen, als wäre die Kette so ein Accessoire. Bag finde ich cool, vielleicht ein anderer Colorway, aber sonst. Welche Colorway würdest du brauchen? Ja, ich würde sagen, vielleicht braun zu den Tims. Okay. Das könnte man machen oder halt schwarz so auf Standard. Okay. Aber ich stabiles Fit. Auch eine 7. Kann man, eine 7? Würde ich auch eine 7? Crazy. Hier. Yeah. Ja, Haare finde ich sehr cool. Also ich finde auch, die Tasche kackt über rein mit den Farben. Du liebst diese Haare, ne? Na Mann, Bruder, leck ihn doch gleich ab. Was geht ab, Jack Sparrow? Du liebst diese Haare. Die Brille ist auch sehr cool. Chain yeah. auch. Yeah. Ja, so Meme-Shirts feiere ich auf jeden Fall mit so einer Schrift drauf. Habe ich auch selber ein paar. Ja. Keine Ahnung, Tims bin ich halt wirklich kein Fan von, sieht man halt einfach zu oft, also jetzt hier in der Runde ja auch schon dreimal. Oh. Ja, oh, Tims sind tot. Ja. Ei. Ja, Hose auch nicht so meins, Keychain ist cool, Tasche ist okay, so eine 6. Eine 6, Bro. Kann man machen, ne? Man auf machen. Ganz entspannt, Bruder. Heute turn up, ne? Heute auf ruhig, ihr wisst Bescheid, Bruder. Appreciate you, gang. Hey, sure. Let's go. What up, gang? Wie heißt du, Bro? Albo. Yeah. Bruder, die teilen uns mal dein Drip of the Day, man. Bruder, ich f*** dein Ballers-Outfit aus San Andreas, ne? Tims? Yeah. Muss. Yeah. Jorts muss auch. Yeah. Hemd von Dad. Grüßen aus mein Dad. Chain. Shout out, Dad. Yeah. Chain. No yeah. love. No love. Von Temu. Bruder, yeah. No love. Bruder, ja. Temu Chain mit No Love. Ach du Kacke. Bro? No love, bro. Warum No love? We don't need love. You don't need love? Nah, bro. We need the money. The money. Du bist nicht von da, Lan. Was geht ab? Hallo. Du bist nicht von da. Du bist nicht von da. Du bist nicht von da. Sei dir bewusst, von wo du bist, aber du bist nicht von da. Money. Rex, bro, Rex. Rex, oh, Rex, oh, Rex. Yeah. Yeah. Bandana. Okay. Ja. Match schön dein Hemd, you know what I'm saying? Genau. Oder gib uns mal deine Note, bro. Ohne 10, ja, weil... Ohne viel reden, plus bro. Plus Confidence so. Ja, yeah. Ohne viel 10. reden, einfach 10 ja. sagen, you know what I'm saying? Ja. Yeah. Nabil. Was sagst du also, zu seinem Outfit? Ist ganz gut. Brain rock. Yeah. Also ich würde nicht haten auch. Mach mal kurz das hier so hoch. Was hast du da? Ja, das ist cute, das ist ganz cool. Kannst du dich einmal so drehen? Also ja. Also, ja. Yeah. Hi. Also die Jorts, die will ich selber tragen, okay. Dass die Tongue von den Schuhen so geflippt ist auch ganz süß. Dass der Bandana irgendwie zu lila halt match, aber pastell ist auch ganz süß. Die Brille würde ich weglassen, okay. So geht nicht so, ist okay. Mhm. Die Chain ist auch ganz süß. Tamam, Bruder, einer haut ab, was geht ab? Komm mal ein bisschen ins Bild. 6,5. Okay. Wie ist toll, 6,5. Let's go. So, ich finde dein Outfit heute am zweitstärksten sogar. Vom Street-Weddings her. Yeah. Also ich finde, das gibt mir so miese 90s-Vibes, so Amerika, USA-mäßig. Und ich finde es einfach geil mit den Shorts. Und yeah. das passt von der Farbe eigentlich auch gut zum Hemd. Yeah. Ich würde es 9,5 geben auch. 9,5? Ja, Bruder. Toter Schlag. Ich würde es 9,5 geben auch. 9,5? Ja. Ja, Bruder. Tschüss, Bruder. Man denkt, der ist an dein Brot gegangen. Was machen die? Kann man machen. Alt. Yeah. Yeah. Also wieder Tims mit weißen Socken geht. Jungs, Jungs, wartet kurz. Kurz. Hier, komm mal kurz nach vorne, Bruder. Yeah. Kommst du ein bisschen kurz nach vorne? Yeah. Okay, also, let's go. Tims mit weißen Socken. Ich finde, Tims haben so einen kulturellen Wert. Also ich kann nicht so wirklich drauf haten. Sieht ganz gut. Yeah. What the f***? Und Shorts ist auch krass, ist ein bisschen am Mädchen. Yeah. Ich finde Bandana ist, dadurch, dass es so ein Pastellton ist, passt nicht so ganz zum Hemd. Und ich finde Hemd ist so ein bisschen zu lang, aber ja, an sich auch krass. Ja. Und Chain, ich bin nicht so der Ice-Out-Fan, ich mag so Plain Jane, aber passt auch auf jeden Fall. Fühlt sich gut in den Look rein, passt auf jeden Fall zu dir, ich würde so 6,5 bis 7. Tschüss, er hat's gerade übertrieben gelobt, jetzt so. Sagen also. Sagst du auch nur love oder with love? Ah, love for everybody. Love for everybody, man. Love for everybody, man. Okay, let's get it. Ja, wo fange ich an? Ich mag die Jorts. Die Jorts finde ich am besten am Fit. Ich kommst ein bisschen nach vorne? Ich fühle die Tims halt nicht so auf der Jorts, aber die Jorts sind sich crazy. Ich mag das Hemd. Ich mag die Brille. Ich finde, die Kette passt nicht so zum Fit, weil zu viel ist, aber sonst ist
vollkommen okay mit den Kette bei so einem Hemd kackt. Ist halt so chillig, bist ja unterwegs. Sommer, ich denke bei deinem Outfit an Sommer. Das dauert noch. Ja. Ist eine 6,5 bis 7. 7. Ist eine 7. 7, ne? Ist auch eine 7, Bro. We appreciate that, man. Let's go. So. Let's go. Ich weiß nicht, Jorts mit Timberlands ist halt für mich so eine 2023-24 Uniform ein bisschen. Muss man wissen, ob man da Bock drauf hat, aber. Was? Man da Bock drauf hat, aber. Was? So eine 2023-24 Uniform ein bisschen. Muss man wissen, ob man da Bock drauf hat, aber. Er ist crazy am Haten. Okay, let's go, bro. Hemd hat einen coolen Schnitt, so. Yeah. Ich weiß nicht, die Chain gibt mir so No Love, bisschen Lil Peep Vibes, aber. Tschüss. Er ist behindert auf Eiern, ne? Er ist behindert auf Eiern. Ja, ja. Rede, Bruder, rede. Bandana ist cool, so. Brille ist auch entspannt. Er ist mies auf Eiern. Keine Ahnung, chillige 4,5. 4,5, bro. Was sagst du, Bruder? Ich fühl's, ist mir egal. Ist egal, was andere sagen, ne? Hauptsache, du fühlst, weißt du, was ich meine? So, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr sein Outfit findet. 4,5 ist crazy. Was denn? What up, gang? Alles klar bei dir? Yes, sir. Bei dir auch? Das ist halt so maximale Boohoo-Man-Outfit, ja? Ja, ja, normal. Korrekt, Bruder, detail uns mal deinen Drip of the Day, man. Schwarze Air Forces, yeah. Minimal Jeans, yeah. White H&M T-Shirt, yeah. Einfach das von Zara, mhm. Unchain. That's it, you feel me? That's it? Ja, ja. Ganz entspannt, Bro. Ja, Bruder, gib mal dein Outfit heute, Bruder, eine Note, Bro. Ich sag eine 9, weil ich habe keine passenden Schuhe dazu. Confident. Wirklich so gefunden. Right. Ne? Also, aber ich finde den Vibe nicht mal verkehrt. Sonst, ich gebe das Ganze eine 9. Also alles abgesehen von den Schuhen, geht fit. So. Hat der H&M ausgesprochen? Sick. Ist 10 eigentlich, abgesehen von den Schuhen. Ja, ja, ja. Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr sein Outfit findet. Also von allen Pieces finde ich die Hose am besten. Okay. Also generell. Ja, finde ich aber auch. Würde ich selber tragen. Ich habe auch so eine ähnliche, finde ich einfach krass, keine Ahnung. Ich finde, das Hemd ist sehr cool. Ich mag die Farbe. Mhm. Ich mag auch, dass das Rot so ein bisschen so Weinrot ist, mhm, auf dem Hemd. Mhm. Das matcht sehr. Ja. Weißes Tee unten drunter, kann man nichts falsch machen. Ich gebe so eine 8. Ne, da ist einfach nur ein Mädchen dabei. Kann man machen. Hier, ich mag dein Fit heute auch relativ gut. Ich finde die Jeans auch sehr geil eigentlich und Black Air Force Energy ein bisschen. Aber Black Air Force Energy, was heißt das? Kennst du es nicht? So ein bisschen Energie, so ein bisschen, weißt du? So ein bisschen Young New ein bisschen hören und so. Okay, okay. Ja, Jeans aber auch sehr crazy und Hemds dazu. Feier ich. Ich glaube, mit den Schuhen hast du recht, dass man vielleicht was anderes als tragen kann. I'm good, my brother, I'm good. Ist geil. Ich geb so eine. So einen 9. Eine 9, Bro? Kann man machen. Deim Shit! You know what I'm saying? Deim Shit! Alt. Also, ich muss sagen, vom ganzen Outfit, ich Brain weiß nicht, ob du kennst, page. Aber das gibt mir so Jaden Grundy Vibes. Wer ist Jaden Grundy, Modok? Also. Das ist so. Influencer aus Staaten. Der hat auch immer ähnliche Fits an, immer so Hemden. Yeah. Fuckt auch mit diesen Hosen und so. Yeah. Immer andere Schuhe, meistens hat er Riggs, aber es sieht ähnlich aus. Also Hemd passt unnormal gut zur Hose. Mhm. Ich fühle auch nicht so ganz die Air Force, aber es ist halt mein Sneaker-Ding. Mhm. Belt, hart, Kette ist auch krass. Ich würde auch sagen, es ist eine 9, es passt sehr gut zueinander. Eine 9, gang. Yeah. Crazy Glass. Ja, auf jeden Fall. Danke, Anton. So als erstes von der Seite, für mich persönlich das beste Fit. Okay. So, Air Force. Nach vorne, oder? So, die schwarzen Air Force feiert er auch nicht so auf dem Fit. Ja. Schwarze Air Force finde ich halt cool. Ich habe selber welche. Ich finde die. Ich habe noch nicht Hose schwarze Air Force, ich habe die noch nie gefühlt. 9 von 10 Hose. Okay. Mit dem Hemd passt. Ist für mich einfach. Würde er jetzt Tiki-Taka an der Armor sagen, ich würde denken, es ist Haaland. Stabile 9. Einfach ein 9. Stabile 9, Bro. Yes, Sirski. Yeah. Oder du guckst schon so böse, Alter. Was los? Okay, wie geht's? Haaland, ihr habt euch jetzt so Dreck, ja, mit Haaland. Warum? Okay, Bruder, was sagst du zu seinem Outfit? Ja, ist ganz cool. Also, ich finde auf jeden Fall schwarze Air Force besser als weiß. Also, definitiv fand ich meiner Meinung nach zu viel tragen, aber bei dir kommt auf jeden Fall cool. Sollen wir die abschaffen oder was, Bruder? Nein, auf keinen Fall. Okay. Die Hose finde ich ganz cool. Also, die Waschung sieht da nicht so unnatürlich aus. Die Nähte sind cool. Mhm. Hemd ist entspannt. T-Shirt drunter hat einen guten Schnitt. Yeah. Chain, ich bin jetzt nicht so ein Gold-Fan, aber kommt cool, Bro.
Keine Ahnung, 6,5. 6,5. Boah, du hast so gut geredet, ne? Und dann sagst du 6,5. Ja, 6,5 ist immer noch gut. Ist immer noch gut, ne? Sagst du? Ja. Oder bist du zufrieden, Bruder? Ich kann mich nicht beschweren. Daibschi. Daibschi. Oder wie würdest du denn dein Outfit beschreiben, Bro? Weil ich habe vorhin so NBA-Dings gehört, weißt du? NBA Young. Bruder, er muss diese Drip-Check-Videos viel besser schneiden, kürzer und in ein Video packen, Bruder. So wird's auf Dauer mies anstrengend, Digga.